Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe neue Erkenntnisse gewonnen. Und zwar habe ich ja bisher so ein Trekkingfutter, so ein Outdoor-Expedition-Spezialfutter. In diesem Fall ist das Kartoffeltopf mit Röstzwiebeln. Die sehen ja alle gleich aus von der Tüte her. Hier zum Beispiel Sahnenudeln mit Hühnchen und Spinat. Ja, sieht erstmal gleich aus. Es steht dann hier im Kleingedruckten, was drin ist. Bisher war ich ja immer der Meinung, die haben schon ihre Daseinsberechtigung. So, jetzt die provokante These. Ne, hat keine Daseinsberechtigung mehr, weil inzwischen habe ich ein bisschen rumexperimentiert und rumgeschaut und mich mal einfach im stinknormalen Supermarkt umgeguckt und habe mehr oder weniger das hier gefunden, beziehungsweise das hier selber zusammenvakuumiert. Wesentlicher Unterschied, und um euch gleich mal zu schockieren, das hier kostet, mal von der Vakuumierfolie und dem Vakuumiergerät, dass ich anteilig quasi damit reinberechnen müsste. Abgesehen kostet das 1,37 €. Dieser Beutel. Das hier kostet ungefähr 6 Euro. Circa. Das ist schon ein gewisser Unterschied, ne? Ja, also das würde ich schon sagen, dass das nicht ganz unerheblich ist. Bisher war ich trotzdem der Meinung, dass man im Vergleich zu normalen Supermarktprodukten diese Dinger hier schon noch nutzen kann, weil den großen Vorteil haben, im Gegensatz zu den meisten Convenience-Tütenessen, die man im Supermarkt findet, dass das hier nur ziehen muss, heißes Wasser drauf kippen, Tüte zumachen, 10 Minuten warten und dann kann man es essen. Und es hat dann eine vernünftige Konsistenz und schmeckt gut, während die Sachen aus dem Supermarkt meistens noch eine ganze Weile gekocht werden müssen, weil da stinknormale Nudeln halt eben drin sind und nicht so irgendwelche super Schnellkochnudeln beispielsweise oder sonstige Zutaten. Und der weitere Unterschied, falls in so einem Gericht Fleisch drin ist, wie zum Beispiel hier bei Pasta mit Sahnehühnchen oder so ähnlich, nee, Sahnepasta mit Hühnchen und Spinat, was auch immer, jedenfalls, da sind 6 Gramm, sage und schreibe 6 Gramm, was 24 Gramm Frischgewicht Fleisch enthalten. 24 Gramm entspricht. So. Beispielsweise hier in diesem Produkt, dazu erzähle ich euch gleich noch mehr, sind nur 3,4 Gramm drin. Aber das kostet 1,37 € und das hier 7 oder sowas. 6 bis 7 bis 8, irgendwie sowas um den Dreh. Machen wir nochmal einen kleinen Zeitsprung in die Vergangenheit, spaßeshalber. Noch früher habe ich tatsächlich mal diese Packungen falsch gelesen. Da war ich aber wirklich noch jung und doof. Also seht es mir bitte nach, ich erzähle es euch nur, damit ihr was zu lachen habt. Weil hier steht drauf, Füllgewicht 150 Gramm, also das ist der Inhalt der Packung. Dann steht drauf Wasserzugabe 490 Milliliter. Und dann eine Zeile weiter drunter steht fertige Menge, ready quantity, points total, quantita preparata, 640 Gramm. So, da das jetzt 640 Gramm Essen gibt und hier vorne auf der anderen Seite steht Kalorienbrennwert pro 100 Gramm 395, habe ich gedacht, das hätte 640 mal quasi 395, so, ne? Also 6,4 mal 395 genau genommen, wenn man es mal ausrechnen will. Und habe halt gedacht, dieses Essen wäre quasi Wunderessen. Ne? Ich war total bescheuert, selbstverständlich kann das gar nicht funktionieren, wenn wir uns ins Gedächtnis rufen, dass reines Öl oder reines Fett maximal ca. 900 Kalorien pro 100 Gramm hat. Und das ist das Energiereichste, was es gibt, was man in irgendeiner Form zu sich nehmen kann. Was natürlich widerlich ist, aber es geht theoretisch. So, und diese Tüte ist nicht viel, 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 viel besser. Das kann gar nicht sein. Ne? Im Endeffekt haben wir in so einer Tüte ca. 600 Kalorien. Genau genommen 597,5. So. Folgendes. Das hier oder auch das da, was ich mir für 1,37 € zusammengebastelt habe, ist ein bisschen weniger von der Menge her. Das sind, glaube ich, 120 Gramm ganz genau und das hier sind 124 Gramm. Hat demzufolge auch ein bisschen weniger Kalorien. Aber wenn wir uns jetzt mal hier bei den Sahnenudeln die Kalorien pro 100 Gramm angucken, die da 395 betragen, und uns die Kalorien pro 100 Gramm bei diesen Käsenudeln hier anschauen, die da 424 war's, betragen, dann stellen wir fest, dass sie hat sogar mehr Kalorien als das da pro 100 Gramm.
Jetzt ist das hier von einem relativ großen Lebensmittelproduzent, der einen sehr schlechten Ruf völlig zu Recht hat, bei dem man eigentlich nicht einkaufen sollte. Ich weiß, habe ich jetzt halt zu Testzwecken trotzdem mal gemacht. Ja, und gleich zweimal. Beziehungsweise eigentlich viermal, weil das jeweils zwei Portionen sind, die zusammen in einen Bottich geschmissen habe. Das erzähle ich euch gleich noch. Aber das Erschreckende ist jetzt, da war ich wirklich völlig aus dem Häuschen. Dieses eine Gericht von dem bösen großen Lebensmittelproduzent Nestle enthält kein Palmöl. Die anderen enthalten alle welches, aber wenigstens diese eine Geschmacksrichtung enthält keins. Sahnenudeln mit Hühnchen und Spinat von Track & Eat, von Katadyn, enthalten Palmöl. Das hat mir dann jetzt wirklich völlig, das hat mir jetzt völlig sämtliche Illusionen geraubt. Und damit, mit der Tatsache, dass die weniger Kalorien haben, das vierfache kosten, zusätzlich Palmöl enthalten, was hier nicht drin ist, und das hier theoretisch nur 5 Minuten ziehen muss und das hier 10 Minuten, hat mir wirklich sämtliche Illusionen genommen, dass das hier in irgendeiner Form eine Daseinsberechtigung hat. Nee, also echt nicht mehr. Also abgesehen davon, dass das besser schmeckt, aber das ist natürlich Geschmackssache, und dass man, wenn man das hier kauft, nicht Nestle unterstützt mit 1,37 Euro. Allerdings kann man hier einfach nur heißes Wasser in die Tüte kippen. Bei dieser Variante muss man logischerweise den Inhalt in irgendein Gefäß geben, was aber egal ist, weil das heiße Wasser muss man ja auch irgendwo drin zubereiten. Man kann das heiße Wasser ja nicht in der Tüte erhitzen. Wenn das ginge, dann hätte man vielleicht wirklich ein Stück Geschirr gespart. Aber wir brauchen in jedem Fall irgendeine Form von Tasse, Becher oder ähnlichem oder einen kleinen Kochtopf und so weiter. Da wir aber ohnehin auf jeder Tour, selbst auf Ultralight-Touren, in irgendeiner Form eine Tasse, einen Topf, einen Becher oder sonst was dabei haben, ist das wirklich ein minimales Problem meiner Meinung nach. Und heißes Wasser, wie gesagt, das brauchen wir auch in jedem Fall. Gut, kommen wir zum praktischen Teil, weil ich möchte spaßeshalber jetzt einfach dieses mal zubereiten. Also das hier ist jetzt Spaghetti Bolognese und ich möchte in keiner Weise irgendwie Werbung für den bösen Hersteller dieses Produktes da machen, aber das ist tatsächlich die 5 Minuten Terrine von Maggi, die ich mir einfach umgekippt habe in diesen Beutel, weil in diesen Bechern, in denen das normalerweise drin ist, kann man das natürlich aufgrund von des Volumens nicht wirklich mitschleppen. So, meine Hoffnung ist jetzt, dass ich auf meinem kleinen Notkocher 71, der übrigens nicht mehr mit Originalfüllung befüllt ist, sondern mit irgendwelchem anderen Brenngel, da braucht man ja nicht, ne, man muss die ja nicht wegschmeißen, wenn die leer sind, sondern man kann da ja einfach irgendwelches anderes Brenngel, das es teilweise in sehr großen Flaschen gibt, hinterherkippen und damit wieder auffüllen. Und damit möchte ich jetzt einfach ein bisschen Wasser heiß machen. Wasser da rein. Und ich habe es noch nicht ganz ausprobiert, aber ich schätze mal, ich mag nämlich diese Nudelgerichte, also mögen ist natürlich viel gesagt, mit vergleichsweise wenig Wasser drin. Ich kippe mir das immer mit sehr wenig Wasser auf. Jetzt sind das eine doppelte Portion, das hier sind fast 300 Milliliter. Ich denke, das wird reichen. Und dann hoffe ich, dass das auch alles in diese Tasse reinpasst, weil so diese ganzen Mengenexperimente, die wollte ich jetzt halt wirklich in Ruhe jetzt mal ausprobieren. Ja, und dann hoffe ich, dass das so ganz gut klappt und ich bin vor allen Dingen gespannt, wie lange das ziehen muss. Bezüglich Ziehen müsst ihr jetzt Folgendes noch wissen. Diese Tütengeschichten, jetzt habe ich sie weggeworfen, wo ist sie? Da ist sie. Die sind innen noch in irgendeiner Form wahrscheinlich Alu bedampft. Das ist wahrscheinlich, damit sie irgendwie die Hitze so ein bisschen besser halten und da drin das halt irgendwie einigermaßen garen kann. Das ist ja ganz gut und das funktioniert auch. Das Schöne ist jetzt aber, das ist hier eine wirklich praktische Anwendung für die allseits beliebten in dem Outdoor-Bereich tätigen Titanbecher gibt. Nämlich, Titan hat ja eine miese Wärmeleitfähigkeit. Alubedampfung ist erheblich besser wärmeleitend. Jetzt möchten wir aber, dass das wieder reinfüllen, ne, das Heiße, was da dann da drin ist, dass das möglichst lange heiß bleibt. Und das bleibt umso länger heiß, je beschissener die Wärmeleitfähigkeit des Materials ist, in der es drin ist.
Soll heißen, ein Titanbecher ist hier quasi ideal. Es mag ein bisschen länger dauern, bis das Wasser im Titanbecher kocht, aber es bleibt dafür auch sehr, sehr lange heiß. Und auch bei sehr niedrigen Temperaturen können wir so ein Gericht, das quasi nur quellen muss, und zwar nur so lange quellt, wie das Wasser auch noch einigermaßen heiß ist. Gut, das quillt theoretisch auch bei ganz kaltem Wasser, aber das schmeckt halt widerlich. Das funktioniert einfach erheblich besser in einem Titanbecher. Darauf möchte ich im Wesentlichen hinaus. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich weiß nicht, ob das so ganz intelligent ist, was ich hier so erzähle. Mir ist noch was eingefallen, was ich noch erzählen wollte. Das hier hat ja im Vergleich hierzu auch erheblich weniger Verpackung. Und die muss man ja auch mitschleppen auf Tour. Ich weiß, dass diese Tüten hier circa 7 Gramm wiegen, habe ich mir mal sagen lassen. Ich habe es nicht selber nachgewogen. Da man sie allerdings nie 100% sauber bekommt und da immer noch so leichte Reste von Essen quasi drin sind, wenn man sie nicht wirklich richtig ausspült, was ich im Regelfall nicht tue, ganz ehrlich, dann wiegen sie so circa 11 Gramm, ne? So grober Durchschnittswert. Diese Tüte hier, die wiegt 2 Gramm und da man da nicht direkt Wasser einfüllt, sondern nur das trockene Material rauskippt, vermute ich sehr, dass das auch bei 2 Gramm bleibt, wenn man die als Müll dann durch die Landschaft schleppt. Allerdings, der Fairness halber, das war ja mal 2 so blöde 5-Minuten-Terrinen-Becher. Und das ist dann schon ein Haufen Plastikmüll, der quasi insgesamt einfällt. Man verpackt es also aus Plastikmüll in Plastikmüll. Ja, das ist halt, das ist nicht gut, ich weiß, aber das muss man halt zumindest mal wissen einfach, der Vollständigkeit halber. Wollte ich das kurz erwähnt haben. Auf der Kamera sieht es so aus, als würde da hinten im Wald jemand stehen. Was nicht der Fall ist, aber sieht so aus. Guckt, Moment, da. Das sieht jetzt für mich auf meinem kleinen Display so aus, als wäre das da eine Person. Ist es nicht, aber Schnitt. So, das sollte jetzt eigentlich jeden Moment kochen. Vorher wollte ich kurz noch der Fairness halber erwähnen. Diese Tütenessen, ne? Da gibt es ja nicht nur Track and Eat. Da gibt es auch noch welche, die sind komplett zusatzstofffrei. Also alles, was da drin ist, sind wirklich nur reine, echte Zutaten. Keine E-Nummern, kein Natriumglutamat, kein was weiß ich was und hoffentlich auch kein Palmöl. Das gibt es auch. Das kostet dann aber halt auch nochmal, also es ist auf jeden Fall nicht billiger. Es kostet tendenziell vielleicht nochmal einen Euro mehr oder was. Vielleicht hat dann für den einen oder anderen so eine Tüte mit dem super tollen Öko-Zeug noch eine gewisse Daseinsberechtigung. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das eventuell. Und natürlich, bevor das jetzt 17 Leute in die Kommentare schreiben, man kann sich auch mehr oder weniger getrocknete Nahrungsmittel selber zusammenstellen. Man kann sein eigenes Gemüse dörren, normale Nudeln dazu tun oder halt schnell kochende Nudeln, die man auch so normal kaufen kann. Sich das alles auch in so einer Tüte quasi zusammenpanschen und das dann mitnehmen, ne? Ohne den bösen Nestle-Konzern entsprechend zu unterstützen. Die Möglichkeiten gibt es auch noch. Ich habe ja gerade erst angefangen mit Experimentieren und ich werde da auch noch weiter experimentieren und halte euch dann auf dem Laufenden, falls ich mal noch was noch Besseres selber erfunden habe, was von den Kalorien her vergleichbar gut und vergleichbar leicht in der Zubereitung ist, weil man halt eben nur heißes Wasser braucht. Wie gesagt, ich bin am Rumexperimentieren. Ihr dürft mir selbstverständlich trotzdem irgendwelche tollen Tipps in die Kommentare schreiben. Das kocht zwar jetzt streng genommen nicht wirklich, sollte aber heiß genug sein, weil erfahrungsgemäß, also wenn man die sich daheim macht, damit gebe ich zu, dass ich sowas schon mal tatsächlich gegessen habe, aber dann klappt das auch mit sehr gut heißem Wasser, also das muss nicht zwingend sogar kochen. Gut, stellen wir spaßeshalber einmal kurz daneben, jetzt müssen wir hier einmal löschen, dafür muss ich das erstmal da runter kriegen. Hui. Plopp. So. Das ist aus und dann stellen wir es doch spaßeshalber einfach mal drauf, so als Podest, und ich kippe das da rein. Jetzt fällt mir natürlich ein, dass ich gar keinen Löffel dabei habe, wie so oft, wenn ich mir was zu essen im Wald mache, habe ich natürlich keinen Löffel, wie so oft. Das ist echt schon ein Klassiker. Ich schnitze mir gleich noch ein Stöckchen, jetzt rühren wir erstmal mit dem Messer. Kalorien hat das hier jetzt knappe 500, nicht ganz, etwa 485 oder was. Also diese Portion hier.
Also das ist mit vielen dieser Trekkinggerichten fast schon vergleichbar. So, und dann mache ich da jetzt den Deckel drauf und dann soll das 5 Minuten ziehen und dann bin ich mal gespannt, ob das im Titantopf genauso gut funktioniert wie im Plastikbecher, aber da bin ich eigentlich sehr von überzeugt. So, 5 Minuten sind ziemlich exakt rum. Ich habe jetzt schon mal getestet. Ich teste aber gleich nochmal. Improvisierte Gabel. Also man muss schon wirklich so fair dann wieder zu Katadyn sein, dass ihr Produkt wirklich erheblich besser schmeckt. Ne? Es ist geschmacklich wirklich ein Unterschied. Wer jetzt allerdings sagt, ich finde solche Tüten essen sowieso furchtbar, da ist es mir dann fast schon egal, wie furchtbar. Für den ist das vielleicht eine Alternative. Mir ist jetzt noch vor allen Dingen wichtig, auf Folgendes hinzuweisen. Ich möchte keinesfalls den Eindruck erwecken, dass ich hier irgendjemanden dazu anstiften möchte, jetzt loszurennen und sich 5-Minuten-Terrinen zu kaufen. Nein, mir ging es eher darum, darauf hinzuweisen, dass der Nutzen von diesen Tüten doch erheblich geringer ist, als man so glaubt. Ich wollte es bisher einfach nicht wahrhaben, dass ein so teures Produkt quasi derart überteuert ist, weil man sich das für ganz wenig Geld eben entsprechend ein vergleichbares, in allem vergleichbar, außer im Geschmack, selber herstellen kann. Und wenn man dann noch ein bisschen mehr Zeit und Experimente investiert, dann bin ich zuversichtlich, dass man sich auch noch was herstellen kann, was auch geschmacklich an diese Tütenessen ranreicht und trotzdem unter 2 Euro kostet. Aber fürs Erste, und wer sagt, ich kann damit leben, der kann ja mal drüber nachdenken, ob er sich auch solche Beutelchen baut. Oder ihr experimentiert selber und wir tauschen dann unsere Erfahrungen aus beim nächsten Mal, wenn ich euch die nächsten Experimente entsprechend präsentiere. Die nächsten Ergebnisse, Entschuldigung. Macht's gut, Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.